Größe der Fabrik 6,2 Liter. Ist ja nicht mehr Betonstraße, sondern. Aber nicht geländemäßig. Nein, da bin ich noch nicht. Das kann also noch nicht sein. Na wurscht. Also nicht so viel bei dir. Nein. Wie viel Tank hat deiner Inhalt? 300. Das ist nur weniger als meiner. Ich hab eh geschaut, aber einen Zusatztank, sowas kann man sich nicht dazu kaufen. Kann man nicht bei dir? Ich hab bei mir noch nicht geschaut. Habe ich zumindest nicht gefunden. Ich hab bei meiner auch nicht geschaut. Ich meine vielleicht so einen als Aufsatz, dass du Benzin mitnimmst, aber. Naja, das meine ich ja. Ja gut, eh so. Was ein bisschen enger sehe ich gerade. Was? Da war es ein bisschen enger, sehe ich gerade. Ja. Ich habe jetzt erst gesagt, wenn du nicht da warst. Da bin ich gerade in die Stadt reingefahren, oder? Wenn ich in der Stadt wohne, dann zahle ich keine Steuern, so wie die Straßen ausschauen. Was war da? Zahle ich keine Steuern, so wie die Straßen ausschauen. Stimmt. Halb fast im Gatscher rum, oder? Dann hast du wieder mal eine asphaltierte Straße, die ist dann eh überschwemmt, oder? Also ich fahre jetzt ein bisschen bergauf, bin konstant mit 6,2 Liter. Ist ja gut. Das ist natürlich lobenswert. Somit ist es eigentlich egal, dass ich den kleineren Tank habe, weil dadurch, dass ich weniger verbrauche. Ja. Ich habe jetzt schon die Hälfte verbraucht, wieder mit ein bisschen hin und her fahren. Mhm. Also so wirklich dann ist das so Hardcore-Strecken. Ich wüsste aber, da geht er wie Butter durch, wo ich mit dem Hänger blind bin zuerst. Plagt er sich ein bisschen, da ist er bei 7 Liter. Ich habe ja auch Traktor und so hinzugefügt. Ich meine, du eh auch. Zufällig den einen haben wir eh den gleichen. Ah, okay. Ja. Soll ich dann auch probieren, das ist sicher lustig. Habe ich mir auch gedacht. Ja, dann später, wenn wir ein bisschen mehr frei haben, dann werde ich eh auch ein bisschen anders ausprobieren. Ich habe gesehen, da gibt es einen urfetten. LKW. Nur lang an, oder? Ja, lang, fett. Ja, ganz lange. Ja. Den habe ich mir auch gedacht, der ist geil. Aber mit den Traktoren habe ich Luft gefunden. Die schauen so ähnlich aus wie die John Deere oder so. So, dann starten wir. Ich denke mal, die werden zwar nicht stark sein, also nicht schnell fahren, aber werden nicht schnell fahren hier nicht viel. Ja. Gut, in dem Spiel kommt ja nicht auf Geschwindigkeit an. Nein. Außer wenn du 2 Stunden LKW schon. Ja, der Start war ein bisschen holprig, sagen wir mal so. Hm? Es gibt halt jetzt auch schon viele Missionen, wo man in der nächsten Stadt fahren muss, zum Beispiel auch.
Müssen wir da noch. Mhm. Gibt es ja viel Gebiet auf der Karte, waren das, gell? Ja. Ja, für den einen weiß ich schon, da brauchen wir einen anderen Aufsatz. Mit den Stämmen, glaube ich. Das war das, wo wir. Das ist ein Stammaufsatz für den Hybridschirm, sondern das andere braucht. Für die großen Stämme zumindest. Ich glaube, die kleinen gehen oder die mittleren. Echt? Ich glaube, für alle hat man braucht, glaube ich. Achso? Glaube ich. Ich glaube, nur Holzplanken gingen auf der Pritsche. Ich glaube, Holzstämme braucht aber einen Holztransport. Okay. Das heißt, da muss man auf einen Aufsatz sparen quasi. Sparen gibt es die Pritsche halt runter. Wird nicht so viel unterschiedlich bei sich sein, wir hören. Ja, aber den Aufsatz musst du ja trotzdem kaufen, wenn du sollst. Nee, aber wenn du die Bridge weggibst, dann kannst du genau das Ding kaufen. Achso, du meinst, dass der quasi verkauft wird. Ja. Was bei dem LKW, was mir da auffällt aber, ist, wenn ich mit dem im A-Gang fahre und er da zart kurz nicht, dann bleibt er kurz stehen und schaltet. Aber der bleibt da wirklich stehen. Was ist eine Automatik? Im A-Gang. Aber der bleibt wirklich stehen beim Schalten. Wenn er nicht mehr weiter weiß. Also, wenn es zu schwer ist. Man hat schon einen Motorschaden. Man tut dazwischen den Motor immer neu starten. Okay. Ich schreibe nach Reparatur. Ja, muss ich irgendwann. Dann haben wir so fest gegen den Masten gefahren. Ah, oder Hydranten, was war das? Hinter der Stadt. Hydranten gibt's dort. Ja, ich glaube Hydranten war das dann. Na gut, dann mache ich gleich weiter mit der Straßensperre. Wenn ich einmal Ersatzteil, ich könnte aber schauen, was ich noch brauche jetzt. Ja, das ist das, was ich zuerst gesagt habe und da habe ich nichts gefunden eben. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich könnte ich eins mitnehmen, bis ich los drauf gekommen bin. Das gibt Blitz. Brücke machst du. Da bist du gerade hin und Polizei. Genau. Da habe ich jetzt alles mit Stahlträger und die Betonplatten. Passt. Und was du für den Rest brauchst, sehe ich halt leider noch nicht. Oh, das ist eine Tankstelle. Ich tanke. Ja, aber für die Straßensperre sehe ich das leider nicht. Was, warum? Ich weiß. Na gut, dann mache ich mir einen Bellschutz, bevor ich da deppert übereinander stehe.
schauen wir das kurz an. Und fahre dann über die Gebirgsbrücke wieder zurück, weil die ist dann eh offen. Bist du noch oben? Ja. Aber du hast keine Anhänger mit, gell? Nein. Ich weiß nicht, meine Dings sind weg. Meine Betonblöcke sind weg. Oh ja, da. Einen kann ich laden. Ja, ja gut, dann ist wurscht. Ich brauche jetzt mal, dann muss ich sowieso fahren. Wo sind die hin auf einmal? Ich weiß nicht, die waren hinten am Anhänger oben, ich habe abgeladen. Dann habe ich vorne die Stahldreher, dann war die Zwischensequenz, dass die Brücke gebaut wird und dann war sie weg. Dass er da vielleicht alles abgeladen hat? Aber dann war auch uncool. Ja. Ich bin da jetzt eigentlich fertig. Das weiß ich erst nicht was. Das heißt, du kannst die Brücke gar nicht abschließen jetzt? Nein! Okay, weil ich wollte jetzt nämlich nachschauen fahren. Ich bin jetzt schon am halben Weg. Was? Ich kann es nicht abschließen, aber ich brauche die Betonblöcke. Also, nächstes Mal merkt ihr vielleicht vor Abhängen. Ja. Dann ist noch da wahrscheinlich. Dann ist vielleicht noch da. Das ist jetzt der schnellste Weg da drüber. So wie ich komme, würde ich sagen. Na gut, du bekommst von der anderen Seite. Jetzt bringt was. Ja, du brauchst ja dort, von dort den Beton, oder? Also ich... Ah ja, dann kann ich mir doch die Straßensperre anschauen. Da. Was eigentlich noch fehlt bei den Snowrunner und so weiter, ist, dass sie das bisschen in der Wüste auch machen, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob es eine Wüste gibt. Ich kenne nicht alle Karten. Das könnte natürlich sein, das da. Gut, da sind wir schon. Was? Bebu, ich steck fast fest. Alter. Geil. Gut, ich komm wieder zurück. Easy. Zu dem Lager rauf bei den Strommasten easy durchkommen, oder? Ich bin so wieder zurückgefahren zur Hauptstraße. Oder was meinst du? Ob du bei der, wo die Strommasten sind, bei dem Schlammloch easy durchgekommen bist. Oder ob er sich schwer getan hat. Sorry, da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Okay. Das ist ein riesen Schlammloch, wenn du auf das Lager rauf hast. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du anders gefahren, aber... Achso, da bin ich über easy durchgekommen.
Also, schon. Also plagt sich, man merkt's. Ich habe bis jetzt nirgends den Lastengang reingehen müssen. Ja, müssen auch nicht, aber da habe ich ihn jetzt reingegeben, dass es ein bisschen besser geht. So. Was brauchen wir denn für die Straßensperre? Dann kann ich das vielleicht mitnehmen. Na, das nehme ich mit. Weil man braucht Ersatzteile, das heißt, ich brauche noch. Eins habe ich jetzt geliefert, ein Ersatzteil nehme ich jetzt dann mit für die Straßensperre und eins dann für die andere Mission oben. Hätte ich mir gedacht. Okay. Und die Brücke kommst du nicht hin, oder? Über die Brücke nicht. Scheiße. Oder was meinst du? Aber dann hätten wir geschaut, ob man da was mitnehmen könnte. Da bist du nicht voll durch die Stahlbetonträger? Brauchen wir nur zwei. Okay, weil ich muss jetzt sowieso zurück. Nee, aber ich dachte, jetzt fahre ich halt wieder leer runter und dann nehme ich das an und dann muss ich wieder rauffahren. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann ich schon was mitnehmen wieder. Ja, okay, dann nimm von mir das eine Ersatzteil mit. Aber wenn du eh eins brauchst. Ich hätte dann zwei mitgenommen. Aber ich muss dann sowieso nochmal rauf, vielleicht. Okay. Ja, wenn wir nicht wissen, was wir für die Brücke brauchen, muss einer sowieso hochfahren wieder. Aber wisst ihr, die Brücke haben wir doch ausgewählt schon. Nein, oder? Ich nicht. Die Gebirgsbrücke meinst du jetzt? Oder meinst du die Holzbrücke? Die Holzbrücke. Dann? Also gut, die haben wir nicht ausgewählt noch. Eben, darum sag ich ja. Das war meine Frage, ob du dort hingekommen wärst. Habe ich jetzt. Nein, nein, das war komplett gesperrt. Mein Holzbrücke, sag ich mal, mit Anhänger Holz. Da unten stehen. Wir haben ja Holz brauchen. Ja, aber vielleicht auch Stahlträger oder irgendwas anderes, was so. Teile oder so irgendwas. Könntest du auf Verdacht mitnehmen, Stahlträger? Nein, da gibt es keine Stahlträger. Stahlträger sind ja unten. Oder? Sind ja beim Stadtlager. Oh Mann, ich glaube, die kann man oben auch mitnehmen. Okay, na ja, wurscht. Lass den Anhänger jetzt einmal unten stehen, weil jetzt fahre ich schon zweimal leer mit dem.